Diese Fehler solltest du im Black Ops 6 Multiplayer vermeiden. Tauche nicht zu oft ab. Das neue Omni-Movement fühlt sich großartig an, aber wenn du zu viel tauchst, bist du bei der Erholung verwundbar. Vergiss nicht, Tauchen ist ein defensiver Move, um aus der Gefahrenzone zu kommen. Aber Rutschen ist aggressiv, also wähle weise. Stelle in den Einstellungen das Rutsch-Tauchverhalten auf Hybrid. Das bedeutet, dass du nur tauchen kannst, wenn du beim Sprinten in die Hocke gehst. Ohne Sprint in die Hocke gehen wird zum Rutschen. Damit kannst du leicht zwischen den Modi wechseln für maximale Freiheit. Stürme nicht durch Türen. Schieß erstmal drauf, um einen Überblick über die Enemies in Reichweite zu erhaschen. Nicht abhängen lassen. Zücke zu Beginn des Spiels eine Nahkampfwaffe für unbegrenzten taktischen Sprint, um schnell in vorteilhafte Hotspots zu gelangen. Lass dich nicht beim Nachladen erwischen. Wenn doch, drücke zweimal Y, um das Nachladen abzubrechen, um dann so schnell wie möglich loszufeuern. Lasse die Einstellungen nicht unverändert. Stelle die Verzögerung der Sprintunterstützung auf 0, damit sie schnell aktiviert wird. Ändere das Sichtfeld auf 115, damit du mehr vom Schlachtfeld sehen kannst, und verringere die Bewegung der First-Person-Kamera auf 50%. Stelle die Empfindlichkeit 1 höher als üblich ein. Wir fahren gut mit 6:6. Lasse auch dein HUD nicht unverändert. Black Ops 6 bietet mehr HUD-Anpassungsoptionen an als je zuvor, einschließlich Form, Position und Farbe der Minimap. Wir empfehlen, die Farbanpassung der Enemies in leuchtendes Pink oder diesen Hexcode zu ändern, damit du sie nicht übersehen kannst. Verwende nicht das Standard-Steuerungsschema. Wähle taktisch, sodass die Nahkampftaste B ist und du mit dem rechten Stick in die Hocke gehst oder gleitest. Damit bleibt dein Daumen immer auf dem Stick und du kannst viel reaktionsschneller sein. Was ist dein bester COD-Tipp?